Die Sansibar am Rantumer Strand steht für Lifestyle und Luxus. In den kommenden Tagen präsentiert Mercedes-Benz seinen neuen Luxuswagen in Hamburg und auf Sylt. Täglich ist das Kultrestaurant Sansibar der Anlaufpunkt der Autos. Wir machen hier eine internationale Fahrveranstaltung mit dem E-Klasse Coupé und Cabrio. Wir haben hier die nächsten 14 Tage ca. 250 Medienvertreter aus 15 Ländern der Welt eingeladen, um hier in dieser schönen Gegend unsere neue E-Klasse zu präsentieren. Die sportlichen Wagen zogen am Mittwochabend alle Blicke auf sich. Das Design und die Ausstattung bieten viel Neues. Wir haben das Fahrzeug grundlegend erneuert. Drei Schwerpunkte gibt es: einmal das Thema Design, dann das Thema Aggregate und das Thema Assistenzsysteme, bei uns unter dem Dachbegriff Mercedes-Benz Intelligent Drive zusammengefasst. Als erstes vielleicht das Design: eine ganz neue Front mit neuem Kühllufteinlass, mit neuer Frontschürze, auch dann mit den neuen Scheinwerfern, die dann ein ganz neues Gesicht, sagen wir, des Fahrzeugs bilden, aber natürlich auch am Heck. Neue Stoßfänger, neue Heckleuchten im Innenraum, neue Oberflächen, neues Lenkrad, neues Cockpit gemacht. Und es gibt dann doch einen sehr frischen, sportlichen Gesamtauftritt unseres neuen Coupés. Bei den Motoren gibt es neue Vierzylinder-Benzinmotoren, einen neuen Sechszylinder-Benzinmotor. Und die haben wie auch unser modifizierter Sechszylinder-Dieselmotor schon die Euro 6-Norm serienmäßig mit dabei. Unser LED-Fernlichtassistent, der den Gegenverkehr jetzt ausschneidet aus dem Fernlicht und damit nicht blendet, obwohl eine sehr, sehr gute Fernsicht erhalten bleibt. Das Thema automatisches Einparken, das heißt, das Fahrzeug erkennt Parklücken, erkennt auch, wie sie geformt sind und parkt dann selbstständig das Fahrzeug längs oder quer ein, eben je nach Parklücke. Sportlichkeit und Eleganz in Verbindung mit exklusiven Ausstattungen versprechen großen Fahrspaß mit den E-Klasse Coupés und Cabrios. Die Wagen kommen ab dem 1. Juni auf den Markt und kosten ab 42.600 Euro.